und dann erst zahlen. Ja. Ein kurzer Tontest. Könnt ihr mich hören, Freunde? Sehr gut. Bin sofort wieder da. Wir warten wie immer 2 Minuten und dann geht's los. Bis gleich. Also einen wunderschönen guten Abend aus dem sonnigen Tübingen. Jetzt habe ich natürlich wieder gelogen. Es ist weder sonnig noch es ist warm. Und ihr habt es schon echt kalt hier, muss ich sagen. Ich habe morgen und übermorgen ein Seminar hier. Und bin deswegen im Deutschen Reich angekommen. Ich begrüße euch alle im Namen von FX Pro. Auch heute wieder der beste Broker der Welt. Und meinem Namen. Ich bin der Olli. Wir werden uns heute über Fibonacci unterhalten. Heute kann ich, wie ihr seht, ich bin auf, vielleicht kann ich das doch machen. Lass mich mal was probieren. Also, wenn ich das so mache, die kann ich hier rausholen, die Fragen. Und dann kann ich sagen, dass ich nur, jetzt habe ich es wieder reingeschoben, ich höre uns gleich wieder raus, jetzt kann ich doch eigentlich sagen, dass ich nur das übertragen sehe. Jetzt schauen wir mal, Audience View. So, jetzt seht ihr die PowerPoint. Das ist schon mal gut. So, jetzt wollen wir den nochmal hier groß machen. Seht ihr immer noch die PowerPoint? Aber jetzt, wenn ich sie groß gemacht habe, könnt ihr nicht mehr, da kann, ah doch, vielleicht, warte mal. So kann ich die Fragen sehen. Genau, so muss es sein, Fullscreen. Und jetzt kann ich trotzdem hier die Fragen sehen. Ja, gewusst wie. So, das schieben wir hier hin. Das schieben wir dahin. Und machen das größer. So, was haben wir hier vorliegen? Wir haben guten Abend, guten Abend. Das Bild fällt noch, Bild ist da. Grüß Gott, hallo.
Jetzt ist es da. Buenas noches. Die wichtigsten Leute sind also auch hier. Was erzählt er denn hier? Ja. Das muss weg hier. So. So, das können wir hier nicht bedienen im Augenblick. Also, ich nenne Fibonacci manchmal Voodoo, wenn Leute mir erzählen wollen, dass das die allein glücklich machende, das allein glücklich machende, die Eier, wie heißt das, eierlegende Wollmilchsau ist, dann sage ich, das ist Udo. Warum sage ich das? Weil diese Zahlen nicht exakt sind. Und wer sich nur darauf verlässt, auf Fibonacci, ist verlassen. Es gibt wissenschaftliche Studien, die zeigen, dass wer Fibonacci stur anwendet, keine Chance auf Erfolg hat. Daher wenden wir es natürlich nicht stur an, sondern gebrauchen unser oft unterfordertes Gehirn. Wir werden also das in spezieller Art und Weise anwenden. Darüber werden wir heute sprechen, deswegen rede ich darüber, dass ich ein Netz über den Markt spanne. Ja? Das ist wichtig. Bevor ich das nachher vergesse und bevor es die Dagmar nicht hört und wenn ich es nicht sage, wird die Dagmar mir weiterhin auf Skype schreiben und das wird mich irritieren, weil ich nur auf meinem Laptop bin und dann fängt er an zu blinken, wie blöde in der rechten unteren Ecke. Und deswegen sage ich es euch jetzt. Dann ist sie nämlich beruhigt, dass ich es nicht vergesse. Die Dagmar hat nächste Woche Urlaub und da freuen wir uns für sie. Das bedeutet, wer diese Datei von der Dagmar haben will, muss ein bisschen warten, weil die kann sie nicht von zu Hause aus wegschicken. Ihr wisst, bei größeren Firmen ist es so, dass da eine klare Trennung und da darf man nicht Arbeit mit nach Hause nehmen und so weiter und so fort. Das heißt, sie kann darauf nicht zugreifen. Ist also nächste Woche im Urlaub und da kein anderer dort Deutsch spricht, ist die Dagmar die Königin der Nacht und auch des Tages und deswegen bittet sie um Verständnis, dass es dann eine Woche dauert. Ja? Ich denke, das ist für alle okay und dass keiner, wenn er eine E-Mail schreibt, denkt, verdammt nochmal, warum kommt ihr denn nicht? Ja? Dann wisst ihr das schon mal. So, und jetzt fangen wir los. Ich habe mich entschlossen, diesen Disclaimer nicht immer wieder vorzulesen, sondern ich sage nur, lest euch bitte jetzt diesen Disclaimer durch und achtet darauf, dass ihr ihn genau lest. Ich habe es nämlich nachgeguckt und habe mich auch mit Kollegen unterhalten und habe gehört, Olli, die Spucke kannst du dir sparen. Deswegen sagt auch der Jay immer, der Disclaimer ist in Full Effekt und damit ist er fein. Und wer es genau machen will, nimmt sich einen Screenprint und liest das sich jeden Tag wieder neu vor. Also, ich bin der Olli, ich bin noch bis zum 30. Dezember 53 Jahre alt. Ich handle professionell seit 1982, war in teilweise leitender Position bei der Deutschen Bank, BNP, auch bei anderen Banken, habe meine eigene Wertpapierhandelsbank gehabt, habe in Deutschland, Schweiz, Spanien, Kolumbien, Griechenland und Zypern gewohnt, bin seit 10 Jahren in Zypern wohnhaft und sesshaft und gemeldet und zahle meine Steuern dort und.
und freue mich über die geringeren Steuern dort und zahle die gerne. So pervers ist man ja dann. Ich handle Futures und Aktien bevorzugt und handle inzwischen auch Kryptos. Seit 2014 mache ich eine Trading-Ausbildung und bringe da im Augenblick ca. 270 Leuten das Trading näher und auch bei. Für mich ist sehr wichtig die Einstellung, das Research, die Psychologie, die Disziplin und natürlich vor allem das Risikomanagement. Das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste. Könnt ihr mir nochmal sagen, weil ich sehe hier so komische Meldungen über den Schirm laufen, könnt ihr mir sagen, dass ihr mich hört die ganze Zeit oder war es mal kurz weg? Okay, alles gut. Weil es stand nämlich gerade zu lesen, dass ich vom Netz getrennt worden bin und dass ich jetzt wieder verbunden worden bin und das alles wird mir von so einem Telekom-Router mitgeteilt und das macht mich ganz verrückt. Oh, bei jemandem war der Ton weg. Ah, kurz. Also hat das nicht gelogen, das Modem. Okay. Also so sehe ich aus. Ich habe zwei Kinder, 19 und fast 17, fünf Hunde, fünf Katzen. Weil Leute danach gefragt haben, es sind jeweils vier Mädchen und ein Bub bei den Katzen und bei den Hunden. Sind alle ordnungsgemäß kastriert, das heißt, es können keine mehr kommen. Sowohl von den Mädchen als auch von den Buben können keine mehr kommen. Und damit ist das Problem ein wenig kleiner geworden. Ich bin so ein FC Bayern München Kopf, obwohl ich heute hier mit dem Eintracht Frankfurt Kapuzenpullover sitze. Ja, weil das ist mein Heimatverein. Ich bin in Frankfurt geboren. Ich spreche Englisch und Spanisch. Mir ist Persönlichkeitsentwicklung sehr wichtig, nicht nur meine eigene, sondern auch von meinen Freunden, Bekannten, Familie und so weiter und so fort. Und ich empfehle als Einstiegsdroge das Buch The Secret. Ich hoffe, viele von euch haben das schon gelesen. Oh, wir haben hier jemanden, der hat am 24. Geburtstag. Das wäre mein normaler Geburtstermin gewesen. Da ist meine Mama schon im Krankenhaus gewesen und ich wollte nicht hinauskommen. Ich war ein kleiner Schlingel und habe meine Mama noch 6 Tage im Krankenhaus länger gehalten. Ich habe so getan, als hätte ich nicht gehört, dass die und würde mich nicht so interessieren, die Wehen. Also, Fibonacci-Zahlen, viel wichtiger, was ist das? Die Zahlen stammen, da fehlt ein M. Und zu meiner Entschuldigung muss ich sagen, das ist mein englisches Korrektursystem, das manchmal da komische Sachen macht. Die Zahlen stammen von Leonardo di Pisa. Er lebte im 12., Anfang des 13. Jahrhunderts, also 1180 bis 1241. Gibt da verschiedene Angaben. Gibt Leute, die behaupten, er wäre 75 oder 76 geboren. Damals waren die nämlich so wie heute beim Einwohnermeldeamt, wird man ja sofort registriert und alles. Deswegen ist das so circa. Er führte die indoarabischen Ziffern in Europa ein und die Fibo-Zahlen werden durch Addition der beiden Vorgängerzahlen errechnet. Man fängt also an mit der 1 und mit der 2 und 2 und 1 ist 3 und dann zählt man wieder die letzten beiden zusammen. 2 und 3 ist 5, 3 und 5 ist 8, 5 und 8 ist 13, 8 und 13 ist 21 und so weiter und so fort. Diese Zahlen finden sich überall in der Natur wieder. Also ein weiteres Naturgesetz. Dazu gehören diese Fibonacci-Zahlen, dazu gehören Entdeckungen eben
die zu den Elliott-Wellen geführt haben und so weiter und so fort. Man spricht bei verschiedenen Verhältnissen vom goldenen Schnitt. Es gibt goldene Spiralen, goldenes Dreieck, goldene Zähne. Nee, die gehören nicht dazu. Sie werden gerne im Trading verwendet, also die Verhältnisse der Zahlen untereinander werden gerne im Trading verwendet, weil es eben als Naturgesetz erkannt wird und auch zum Beispiel im menschlichen Körper bestimmte Dinge immer wieder nach diesen Verhältnissen ablaufen. Zum Beispiel, wo sind deine Augen in deinem Gesicht? Ja, wenn das nicht ungefähr bei 61,8% ist von deinem Gesicht, siehst du komisch aus. Ja, dann irritiert das. Und auch bei vielen anderen Körperteilen kann man das immer wiederfinden. Wissenschaftlich, wie ich schon gesagt habe, ist keine Signifikanz nachweisbar. Ja. Keinerlei Signifikanz. Es gibt keine auffällige Häufungen von Bewegungen, die genau 38,2% korrigieren oder genau 61,8% korrigieren oder genau was weiß ich. Gibt es nicht. Es gibt lustigerweise Häufungen bei 50%, ist aber keine Fibonacci-Zahl. Es gibt Häufungen bei 33% und bei 66% sind auch keine Fibonacci-Zahlen. So, welche Ratios, Verhältnisse gibt es denn? Es gibt 61,8, es gibt 1,618, es gibt 38,2. Es gibt 2,618, es gibt 0,236, es gibt 4,235, 0,146, 6,857, 1,272 und 0,786. Jeweils errechnet durch bestimmte mathematische Verknüpfungen, wer das mathematisch erfassen will. Und wer wissen will, woher das kommt mit diesem Hasenexperiment und so weiter und so fort, der kann das wunderbar auf Google nachlesen, ist ganz einfach dort erklärt oder kauft sich Bücher darüber. Die Koryphäe im deutschen Markt, was Fibonacci angeht, ist eine Dame. Sie heißt Karin Roller und hat auch bei mir in der Gruppe schon dankenswerterweise zwei Webinare gehalten. Karin Roller gehört zum Vorstand der VTAD, der Vereinigung der technischen Analysten Deutschlands, und ist Fibonacci-Expertin. Von daher können wir das, ohne irgendwie uns schlecht zu fühlen, mit bestem Wissen empfehlen. Die wichtigsten Ratios, Verhältnisse im Trading sind, und die sollte man sich aufschreiben oder ein Screenprint machen und sollte die in sein Fibonacci-Tool einpflegen. Jede gute Trading-Software, also Chart-Software fürs Trading, hat diese Fibonacci-Dinger drinne, oft falsch drinne. Und man kann sie hier dann richtig anpassen oder man muss zumindest wissen, dass man es falsch macht, aber weil vieles falsch machen, es vielleicht Sinn machen kann. Also 23,6%, das ist die sogenannte Minimalkorrektur. 38,2%, 50%, obwohl, wie gesagt, keine Fibo-Zahl, ist sie statistisch am allerhäufigsten. 61,8%, 78,6%, auch der Olli nimmt 76,4%. Warum nimmt man 76,4%? Damit es auf beiden Seiten, wenn man das Tool anlegt, gleich ist. Weil 23,6% abgezogen von 100 sind 76,4 und nicht 78,6. Aber mathematisch ist 78,6
die richtig gerechnete Zahl. 127,2%, oft wird 138,2% genommen. Da ist ein Tippfehler drin, obwohl ich es mindestens 10 Mal gelesen habe. 161,8%, 261,8%. Und die beiden anderen sind relativ, ja, sagen wir mal so, das kommt bei so Märkten vor wie in Bitcoin. Da sind die vielleicht wichtig. 423,5 und 685,7%. Ja, hier nochmal. Wie kann man sich nun orientieren? Warum nimmt man diese Fibonacci-Zahlen? Man kann damit, und ich mache das wirklich, Trendstärke relativ gut messen damit. Ich habe schon gesagt, diese Werte sind nie punktgenau, aber wir bieten eine gute Orientierung. Und ich benutze es, wie gesagt, folgendermaßen. Ich gucke mir die Bewegung an und schaue dann, ich prognostiziere nicht, wie lange eine Korrektur sein wird, sondern ich schaue, wie lange ist sie denn? Und das gibt mir die Information, ob es ein sehr starker Trend ist oder ob es ein starker Trend ist oder ein normaler Trend oder ein schwacher Trend anhand der Bewegung. Das heißt, in sehr starken Trends werden maximal 23,6, auch mal 38,2% der Bewegung korrigiert. Wir schlussfolgern, dass wir sehr wahrscheinlich ein neues Extrem für diese Bewegung, für diesen Move haben werden. Starke Trends korrigieren circa 38,2%, maximal 50%, und wir erwarten immer noch ein neues Extrem mit hoher Wahrscheinlichkeit. Normale Trends korrigieren 50%, maximal 61,8%, und ein neues Extrem kann kommen. Die Wahrscheinlichkeit sinkt schon deutlich auf ca. 50%. Schwache Trends korrigieren in der Regel weiter, nämlich 61,8 bis 76,4%. Ich nehme extra 76,4%, weil 78,6% ist für mich da schon zu weit. Kein neues Extremes zu erwarten, nur noch eine deutliche Gegenbewegung, aber kein neues Extrem mehr. Die Wahrscheinlichkeit fällt da schon deutlich, deutlich, deutlich weiter. Dann ist eine Range oder ein Dreh des Marktes, ein Wechsel der Trendrichtung wahrscheinlich. Ja, so gucke ich das. Das ist so meine Idee. Regeln, grobe Regeln. Eine Bewegung, die zwischen 33, also einem Drittel, und 38,2% korrigiert, sieht in circa 2/3 aller Fälle ein neues Extrem in der Bewegungsrichtung. Eine Bewegung, die circa 50% korrigiert, sieht in circa der Hälfte der Fälle ein neues Extrem in Bewegungsrichtung. Eine Bewegung, die zwischen 61,8 und 66% korrigiert, sieht in circa 1/3 aller Fälle nur noch ein neues Extrem in der Bewegungsrichtung. Das sind so Daumenregeln, die aber durch Research und Statistik unterstützt sind. Das stimmt ziemlich genau. Ich habe damals, wie ihr ja wisst, meine Firma an den Uwe Wagner verkauft. Und habe natürlich, den Uwe Wagner kenne ich schon sehr lange, habe daher natürlich auch, weil das sind so Dinge, die er statistisch untersucht hat, vor allen Dingen für unseren Lieblingsmarkt, den DAX, und da ist er genau zu diesen Sachen gekommen. Und daher kann man das so hinstellen. Ja? Also falls jemand sagt, das habe ich schon mal vom Uwe Wagner gehört, dann ist das korrekt, weil originär ist das genauso von ihm.
So, Fazit der ganzen Sache ist, Fibos sind keine Allheilmittel. Sie sollten nicht stur und exakt gehandelt werden, ohne weitere Anhaltspunkte. Das heißt, ohne Supports und ohne Widerstände irgendwelcher anderen Art. Man sollte keine engen Stops nehmen, nur an die Kerzen anpassen, nicht eben genau an diese Fibonacci-Zahlen, weil diese Fibonacci-Levels nicht exakt genug sind, um dort mit engen Stops arbeiten zu können. Sie bieten einen guten Anhaltspunkt für oder über die Dynamik von Trendbewegungen. Die häufigste Marke, die man erkennen kann, statistisch, ist die 50%-Marke. Gute Trends erreichen mindestens das 2,618-fache des ersten Moves. Ein Trend geht ja nun mindestens über 5 Wellen. Die Welle 3, die Hauptantriebswelle aus Elliott Wave ist das. Die Welle 3 ist nie die kürzeste, ist oft 1,618 mal so lang wie die erste Welle. Und Fibos sollten immer mit anderen Techniken kombiniert werden. Immer. Wer hat bisher Fragen? Raumschiff an Erde. Okay. Also, Frage der Dame in unserer Runde. Gehen Fibos auch auf Bitcoin? Wenn Bitcoin mal eine Korrektur macht, sicherlich. Also, es ist so, dass es Leute gibt, und ich sage, ich habe es natürlich noch nicht researched, weil Fibonacci nicht zu meinem Kerntools gehört. Es gibt Leute, die behaupten, dass diese alte Charttechnik und diese normalen Ansätze, wie zum Beispiel Fibonacci, in den Kryptowährungen, weil dort sehr viel mehr Amateure zugange sind, besser funktionieren als in den normalen Future-Märkten. Aber Freunde, ihr werdet doch bitte nicht anfangen, irgendwelche Kryptowährungen mit Fibonacci zu handeln. Den Gefallen müsst ihr mir tun. Die großen Banken dieser Welt haben Angst vor diesem Markt. Und da wollt ihr doch jetzt nicht anfangen, mit irgendwelchen Fibonacci-Dingern darum zu machen und euch mal dahin zu stellen und hin und her. Gibt nur ein System, wie man solche Märkte handeln kann. Und nein, es ist nicht hold until the death. Ja, das Hodeln, hold on for dear life, ist nicht die Alternative, sondern wenn in der Zeitung überall gesprochen wird, wenn, hey Mann, heute war erste Seite der Financial Times war Bitcoin. Der Hauptartikel, erste Seite war Bitcoin. In der Bild-Zeitung steht was über Bitcoin. Das Titelblatt von Barron's, einem führenden Wirtschaftsmagazin in den USA, war
Bitcoin. Das ist ein Zeichen, dass jetzt irgendwann mal eine Korrektur kommen wird. Im Augenblick, und ich bin ein super Fan von diesen Kryptowährungen, im Augenblick verkaufe ich Kryptowährungen, nicht short, weil ich habe keine Idee, was passiert, wenn der Future anfängt. Ich habe keine Idee. Vielleicht gehen wir erst nochmal auf 20.000 oder 50.000, ist mir egal. Aber auf dem Preisniveau hier ist kein Einstiegsniveau. Man wartet einfach ab im Augenblick, wenn man nicht dabei ist. Und wer sagt, nein, ich will halten, der muss irgendwo wissen, wo er rausgeht und es ist okay. Aber im Moment ist Zeit abzubauen, weil alle so positiv sind und alle aufgewacht sind. Und in 2 Tagen, das war vor einer Woche oder so, in 2 Tagen sind 2 Millionen neue Spieler aufgestanden und haben gesagt, ich will jetzt auch dabei sein. Wisst ihr, wie viele E-Mails ich jeden Tag kriege von irgendwelchen Leuten, die von mir irgendwelche Bitcoin-Tipps haben wollen? Also im Moment ist nicht der Zeitpunkt. Solche Märkte kauft man, wenn alle sagen, oh, warum habe ich mir das angetan und es ist ja ganz furchtbar. Dann macht man das. Nur dann. Also ich habe es jetzt herausgefunden, das Skype-Ding hier, das interveniert mit dem Bild. Also falls du es bist, Dagmar, bitte schreib mir nichts. Also man wartet, bis diese Kommentare anders werden. Nach dem Motto, wenn sie über die Leute lachen, die Bitcoin kaufen, nach dem Motto, haha, haben wir euch doch gesagt, dass Krypto scheiße ist. Und vielleicht kann da Fibonacci helfen. Lass das Ding doch mal 61,8% korrigieren von da oben. Also von dem letzten Move, nicht die gesamte Strecke. Ja. Denn im Augenblick, wenn ich mir das angucke, dann sehe ich in Bitcoin als erstes Kaufniveau die 6.000. Und ich hoffe, ich bete zum lieben Gott, dass wir noch viel tiefer gehen. Weil ich gerne noch mal billig kaufen würde. Aber jetzt hier bei, wo immer sie jetzt gerade sind, 15.000, 16.000 zu sagen, ich steige jetzt neu ein, das ist, glaube ich, verrückt. Und ich habe, lieber Carsten, ich habe keine Jota, weil ich nicht weiß, ob das, ich verstehe, was Jota ist und habe es auch verstanden, als die Centweise gehandelt wurden. Aber da gibt es viele Ungereimtheiten bei Jota und deswegen möchte ich da nicht dabei sein. Das kann falsch sein, die können auf 1 Million gehen, da bin ich ganz glücklich für alle, die dabei sind, aber ich bin da nicht dabei. Ich bin im Augenblick nur noch in Litecoin und in Wertcoin dabei. Alle anderen habe ich zum Teufel geschickt. Und 10x habe ich, weil ich da auch diese Karte habe. Ansonsten bin ich beim Abbauen meiner Bitcoin. Ich habe Mini 0,0 irgendwas noch. Das Geile ist, ich habe mal irgendwann 30 Dollar, glaube ich, war das damals, habe ich auf eine Wallet geschickt. Das ist jetzt 240 Euro oder so. Ganz lustig. Naja, welche anderen Techniken, womit du es kombinieren sollst, mit denen, die funktionieren, nämlich mit Support und Resist zum Beispiel. Mit Market Profile. Wenn du das, solche Levels siehst, in Nähe von Fibonacci Levels, dann verstärkt das den Effekt. Und wie gesagt, zum Messen der Trendstärke ist es ziemlich geil.
Also ich glaube, wie gesagt, dass ich Bitcoin ganz locker halbieren kann. Ich hoffe, es halbiert sich, also es passiert mehr als eine Halbierung. Das ist schon sehr oft passiert, seit es Bitcoin gibt. Die Kurssteigerungen jetzt, die sehen so toll aus, weil der Wert so hoch ist nun. Aber die Kurssteigerungen zum Beispiel 2013 waren viel höher in Prozent. Und daher denke ich, dass das durchaus im Bereich des Möglichen ist. Mein idealer Kauflevel, bitte nicht lachen, wäre 4.000 und irgendwo um die 2.500. Das wären so ideale Kauflevels. Aber wie gesagt, wir machen heute kein Bitcoin-Webinar, Freunde. Ich wende Fibo Time Zones überhaupt nicht an, weil sie überhaupt nicht funktionieren. Ich halte davon überhaupt nichts. Und Gott sei Dank hält die Karrenrolle auch nichts davon. Und die Karrenrolle, das muss ich noch dazu sagen, damit ihr das einordnen könnt, die Karrenrolle hat Originalliteratur aus Japan übersetzt und weiß deswegen ziemlich genau Bescheid. Von daher die hat sich mit allem beschäftigt, hat auch zum Beispiel im Wolkentrading hat sie diese Bücher original besorgt, hat auch versucht zum Beispiel aus Italien jetzt diese da Aufzeichnungen noch zu bekommen und so weiter und so fort. Also die ist da wirklich beim Tiefgraben bei allem, was sie macht. Und daher sollte man dort dann eher Glauben schenken. Ja, hat auch jetzt ein neues Buch rausgebracht mit der Stefanie Eismann. Da geht es ums Pattern Trading. Ja, das kann ich nur empfehlen, sich solche Sachen mal zumindest mal anzugucken. Es ist doch bald Weihnachten. Schenkt euch doch gegenseitig ein Buch oder zwei. Ach so, hoffen. Ja, du sollst auch nicht traden. Ich hoffe, dass es nochmal runtergeht. Aber traden tue ich nach ganz anderen Gesichtspunkten. Aber Kryptos ist eine Sache, die zu traden. Und die andere Sache ist zu investieren. Und mit dem Hoffen sprach ich übers Investieren. Ja. Ja, ich weiß, wie du das meinst. Ich habe mich auch nicht angegriffen gefühlt, im Gegenteil. Ich freue mich ja über jeden, der was schreibt. So, mal gucken, dass ich auch nichts vergesse hier. Also ich halte es, lieber Louis, ich halte es nicht für eine Blase an sich. Eine Bewegung, die so schnell geht, die ist natürlich überreizt. Aber wenn du mir sagst, dass in einer Welt, die weiß nicht, wie viel Trillionen an Schulden hat, wenn mir dann jemand sagt, dass ein Markt, der insgesamt 400 Milliarden groß ist, eine Blase ist, ganz ehrlich, der ist verrückt. Ja, der ist einfach verrückt, hat vom richtigen Leben keine Ahnung. Oder arbeitet bei einer Bank und hat Angst, dass sein Job abgeschafft wird, weil es Banken vielleicht nicht mehr geben wird aufgrund dieser neuen Technologie. Ja, das Gold wird ja manipuliert, deswegen läuft das im Moment nicht. Glaube ich aber, dem stehen wieder bessere Zeiten bevor, weil technisch sieht es gar nicht mehr so schlecht aus jetzt. Ihr müsst immer davon ausgehen, dass in allen neuen Dingen, die auf die Welt kommen, sich Leute hinstellen, alle technologischen Erneuerungen sich Leute hinstellen und die Angst machen wollen, weil sie ihre alten Freunde verteilen wollen. Zum Beispiel Pferdekutscher, die waren nicht glücklich, als es erste Autos gab. Und die Eisenbahnen waren sicherlich nicht glücklich, als es Flugzeuge gab.
Und als es das mit den Computern anfing, selbst der CEO von IBM hat damals gesagt, er sieht einen Weltmarkt von, ich glaube, 5 Computern. Ja, solche Sachen passieren doch immer wieder. Internet, wie viele Leute haben mir damals erzählt, als ich habe da gesessen mit dem 2400er Baud-Modem und habe, ich kann das ja ruhig inzwischen zugeben, habe 2 Stunden drauf gewartet, um mir ein großes Foto von der Pamela Anderson anzugucken, und dann war die auch noch, da war die ja noch angezogen. Ja. Da muss man ja, da muss man sich ja einen Kopf fassen im Nachhinein. Und inzwischen gucken wir auf dem Telefon. Ja, ich habe noch so runde Wählscheiben gehabt, ja. Inzwischen guckt man auf dem Telekom, guckt man irgendwelche HD-Movies in der Straßenbahn. Ist doch unfassbar. Also jetzt auch wieder Kryptos, alle wissen es besser, erzählen, kommen jetzt und sagen, oh, ich zeig dir mal was über Kryptos. Manche kritisieren auch mich und sagen, oh, Olli, jetzt reitest du die Kryptomasche. Nein, ich reite die Kryptomasche nicht. Ich habe Krypto oder ich beobachte alle technologischen Erneuerungen und habe das mir das erste Mal angeguckt, aber Bitcoin noch nicht mal einen Dollar. Da habe ich mich das erste Mal damit beschäftigt. Und wie das oft so ist, habe ich damals gesagt, nee, das ist ja unseriös und hin und her und wie kann das denn? Und damals wurde ich ja wirklich nur für Blödsinn gebraucht und habe ich gesagt, da kann ich nicht sehen. Und als ich es erstmal ernsthaft überlegt habe, massiv da einzusteigen in den Markt aufgrund der Krise in Zypern, war das Ding 50 Euro. Und dann war leider schon das Bankkonto gesperrt. Ja. Und wenn du was für 50 Euro kaufst oder kaufen möchtest, und es ist dann, wenn du wieder acten kannst, du hast viel, viel weniger Geld, weil sie es dir abgenommen haben. Und du darfst es dann wo die Krise jetzt vorbei ist, darfst jetzt nach der Krise mit 600 kaufen. Dann sagst du, leck mich am Arsch auf Deutsch. Entschuldigung, ja, meine Sprache, aber das ist eben so. Und dann war es bis 1000, dann guckst du hinterher und wunderst dich und schüttelst den Kopf. Und dann ist es ja von 1000, ich glaube, auf 100 irgendwas gefallen. Und dann sagst du, naja, war vielleicht doch. Vielleicht doch nicht so geil. Ja. Und dann ist es wieder 1000. Und dann sagst du, jetzt gucke ich mir es doch mal an, genauer. Und siehst, der Markt ist inzwischen größer geworden und so. Und da hat es damals angefangen, dass ich wieder mitgespielt habe. Ja, die gute Pamela ist jetzt 50 geworden. Aber hey Mann, wenn alle Frauen so aussehen, die 50 sind, dann ist 50 das neue 20 oder so. Teile von ihr sind 50, schreibt er. Der Christoph ist ein Experte. Hey Michael, der Michael schreibt hier, dass es wohl eine Optionswette, in Anführungsstrichen Wette, gäbe. Guck mal, für dich ist 2 Milliarden Dollar viel, für mich ist 2 Milliarden Dollar viel. Für uns alle zusammen ist 2 Milliarden Dollar viel. Und wir können sicherlich noch alle Bekannten, Verwandten und Freunde dazu bringen, ist immer noch 2 Milliarden Dollar viel. Aber in der heutigen Welt sind 2 Milliarden gar nichts mehr. Daher würde ich das mal abtun als Geschichte und für den Goldmarkt nicht wichtig. Denn guck mal, du siehst, was in den Kryptos abgeht, und der Goldmarkt ist ja, ich glaube, 15 Mal größer als Krypto. Von daher würde ich mal ganz relaxed sagen, das kann sein, dass es so ist. Das ist ein guter Artikel, und aber soll mich das jetzt verleiten? Nee, ich gucke auf den Chart und sage, Gold sieht jetzt besser aus, dann mache ich bei Gold mit. Oder ich sage, ich mache bei Gold nicht mit, ich handle Gold nicht.
aber dass ich aufgrund eines Artikels, den ich irgendwo lese, von interessierten Kreisen lanciert, wieso sollte der sonst online sein, der Artikel, dass ich nun sage, oh, Gold ist nun Plus oder Minus, das halte ich für sehr gewagt. Ja. So, jetzt habe ich hier schon geschrieben, schönes Wochenende, aber das war noch gar nicht meine Absicht, sondern ich wollte jetzt versuchen, die Dagmar hat mir gar nicht geschrieben, das war gar nicht die Dagmar. Dann machen wir das mal aus hier, da kannst du auch nicht mehr stören. So, und jetzt machen wir mal die Handelsplattform auf und werden da mal versuchen, uns ein paar Fibonacci-Relationen anzuschauen. Denn ich glaube, wenn man das sieht, in der Praxis ist es immer ein bisschen besser. Weiß, Freitag sind wir alle ein bisschen froh, dass die Woche vorbei ist. Für mich ist sie nicht vorbei, weil, wie gesagt, Webinar ist, aber schauen da einfach mal hinein. Gucken, ob wir was erkennen können, ob das Ganze, was wir erzählt haben, vielleicht irgendwo sichtbar ist. So. So, also das hier ist ein normaler Chart. Und zwar 3 Minuten. Wenn die Dagmar das sieht, wird sie sagen, der Oliver, der kleine Schlingel, der nimmt seine komische Chartplattform und zeigt gar nicht meine super duper FX Pro MT4 Plattform. Ja, liebe Dagmar, ich wollte dich nicht mehr stören, konnte auch nicht, aber das Passwort oder das Demokonto ist abgelaufen, deswegen kann ich es nicht. Ich hab's nämlich hier auf meinem Laptop drauf, deinen FX Pro MT4. Aber leider ist es abgelaufen. So, also jetzt gucken wir uns das an. Wir schieben es mal ein bisschen zusammen. Muss mal gucken, dass ihr auch dasselbe seht wie ich. Ja, das sieht man. So, wir schieben es mal zusammen. Dann gucken wir mal. Also, wir hatten heute Morgen, das ist ja hier so, hier ist ja dann 9 Uhr, da geht es richtig los. Also, wir legen das mal an hier, gucken mal, ob das irgendeine Art und Weise hingehauen hat. Wir hatten heute Morgen diese erste Bewegung hier, die ging bis hier. Und dann hatten wir die Korrektur auf hier. Könnte ich jetzt nicht wirklich was erkennen. Man kann sehen, dass das dann 61% nochmal gelaufen ist. Das hat ziemlich genau gepasst. Seht ihr hier 61,8%, die blaue Linie. Aber es hat nicht 161 gemacht. Ist auch nicht die erste Bewegung, also nicht so schlimm. Jetzt gucken wir mal, wie viel sie korrigiert hat. Da gibt es das Retracement-Tool. Hier an das Low und da an das High. Ihr seht das nicht exakt, er hat nicht 50% geschafft. Ja. Er hat 38,2%, so ein bisschen überboten. Ja. Also nicht so super. Jetzt gucken wir mal, ob wir irgendwo eine erste Bewegung finden. Weil uns ist ja gesagt worden,
Wir brauchen irgendwo eine erste Bewegung. Das scheint low gewesen zu sein. Schauen wir mal hier. Also von hier unten nach hier oben. Das ist die Korrektur. Da wäre 161,8%. Heißt also, er ist ein bisschen über die 138 drüber gelaufen. Okay, schauen wir uns mal an. Wenn das die erste Bewegung ist, also ein bisschen größer gestreckt, von hier bis hier, hier ist hier runter korrigiert, da reicht ja die 161,8 hier hinten. Aber wieder im ersten Versuch so ungefähr 138,2. Vielleicht per Schlusskurs auch nur 127,2. Jetzt gucken wir mal, wie viel er davon korrigiert hat. Na, komm her. Wie viel hat er davon korrigiert, von dieser größeren Bewegung? 61,8%. Auch wieder nicht exakt, aber war schon ziemlich exakt. So, was jetzt viele Leute nehmen, so als Idee, die sagen sich, 50% ist die Marke, die am meisten benutzt wird. Dann stellen sie dich hin. Sie sich hin und sagen, wenn ich eine Bewegung habe, die relativ dynamisch verläuft, zum Beispiel diese hier, dann stellen Sie sich hin und sagen, ich möchte ab, also mindestens 50% möchte ich, dass es korrigiert und dann möchte ich in irgendeiner Art und Weise eine Umkehr sehen. Ja, jetzt die Frage, wie sieht man eine Umkehr? Ist eine Umkehr eine echte Umkehrkerze oder ist sie zum Beispiel eine solche Hammerkerze, die dann grün bestätigt wird oder so? Die suchen dann nach einer solchen Umkehrkerze oder nach einem 1, 2, 3. Bedeutet, hier gibt es keine Umkehrkerzen, die direkt bestätigt werden. Die gibt es nicht, aber hier gibt es ein 1, 2, 3. Das ist immer noch in dem Kaufbereich, heißt 50% oder besser. Und die stellen sich dann hin und sagen, okay, das habe ich gekauft. Jetzt ist mein Ausstopper ein neues Low unter diesem Trend. Das heißt, ich riskiere von diesem Move 50% und ich möchte nach oben die 50%, also ich möchte ein neues Top erreichen, plus mehr. Viele nehmen da 127,2%, andere nehmen 138,2%. Und so kann man eben dann einsteigen bei 50% oder besser. Die Karin Roller zum Beispiel bevorzugt 61,8% und zielen dann auf ein neues Hoch. Bedeutet damit auch, dass sie ein positives CRV haben, weil sie ja mehr Strecke bei den Gewinnern gewinnen, als sie bei den Verlierern verlieren. Und das machen die natürlich vor allen Dingen oder am liebsten, wenn irgendwelche neuen Bewegungen anstehen. Ja. Hier zum Beispiel gäbe es nichts zu tun. Ja, wenn man hier sagt, 1, der korrigiert ja über 100% von dieser kleinen Bewegung, die ist auch nicht dynamisch. So, wer jetzt aber sagt, die hier ist die dynamische, da sieht man schon so, hat keine 50%. Das heißt, du musst hier die ganze Bewegung zum Beispiel nehmen. Schauen wir mal, was da passiert ist. Wir gehen also hin und schauen jetzt, wie weit der
zurückgelaufen ist. Also, das ist die dynamische Bewegung, jetzt kommt der Rücklauf. Der Rücklauf geht tatsächlich, so wie die Karin sagt, 61,8%. Und jetzt würde sie einsteigen bei 61,8%. Ihr Ziel wäre ein neues Low und sie wäre gestoppt, wenn es hier über dieses High drüber geht vorher. Jetzt gehen wir zur Seite und schauen, was zuerst passiert ist. Und wir sehen, das wäre zum Beispiel ein Gewinn geworden. Ja? Ist da. Ja, ich handle kein Fibonacci, aber ich will euch doch Fibonacci erklären. Du musst natürlich dein Risikomanagement anpassen. Du kannst nicht sagen, das passt schon, und sagen, oh Scheiße, das sind ja 100 Punkte Stopp. Nehmen wir mal nochmal einen anderen ersten Move. Ja, da sieht man schon gleich, dass das klappt. Hier zum Beispiel. Da sieht man auch gleich, dass es klappt. Hier oben sieht man auch, dass es klappt. Mal einen, wo man es nicht gleich sieht. Hier zum Beispiel wäre es so, wenn du das nimmst, wenn du blöde bist und das nimmst, bist du ausgestoppt. Aber hier ist ja das Low. Das heißt, du musst den Move natürlich richtig anlegen. Vom Low, nicht von dem Gap, bis hier 50%. Also die Karin hätte hier 61,8% nicht bekommen, aber 50%. Dann wirst du hier unten drunter ausgestoppt und brauchst, also das neue High hast du ja gleich fast schon erreicht. Mal gucken, ob er da oben drüber geht. Geht oben drüber. Ja, sieht man hier, ist vorher oben drüber. Hat natürlich lange gedauert. Aber es funktioniert. Ja. Hier ist die Gegenbewegung nicht groß genug. So. Jetzt geht das Ganze natürlich auch im Tagesschart. Es gibt ja Leute, die sagen, hier, immer mit eurem Intraday-Trading, ich muss ja arbeiten und das ist doch alles blöde und es geht auch im Tagesschart. Dezember Future hat noch gar keine, hat noch gar nicht so viel Kerzen. Aber so ein paar Kerzen wird er schon uns zur Verfügung stellen. Er wollte Daten kommen. Dauert einen kleinen Moment. Muss mal gucken, ob hier Fragen aufgetaucht sind. Warte mal. Ja, der Kollege schreibt hier gerade, Olli, weil du Karin Roller erwähnt hast, sie hat heute Morgen genau die 13.240 angesagt und genau da hat es gedreht. Na, siehst du? Dann geh mal und kauf ihr Buch. Denn du sollst es ja selbst können. Du kannst dann nicht jeden Morgen die Karin Roller anrufen und kannst sagen, hör mal zu, Karin, was meinst denn du? Ja. Also du legst das immer in dem Zeitrahmen, den du handelst, legst du es an die erste Bewegung von einem Low weg oder die erste Bewegung von einem High weg.
Okay. Was macht er denn? Lädt er das jetzt tickweise runter oder was? Da werde ich verrückt. Er macht das tickweise. Gucken, ob er das so besser hinkriegt. Also lange haben wir keine Zeit, sonst müssen wir das, sonst müsst ihr das selbst mal am Tageschart gucken. Denn so müsste es ja eigentlich einfacher haben. Können ja hier mal gucken, in dem, wenn da was anderes finden können. Wie weit geht das zurück? Also ihr müsst immer Hochpunkte suchen. Und von den Hochpunkten oder Tiefpunkten natürlich, von den entsprechenden Punkten muss es dynamisch weggehen. Dynamisch sind nicht zwei Kerzen, sondern mehr. Auch nicht drei Kerzen, sondern das ist zum Beispiel dynamisch. Da hätte man sich also hingestellt, hätte gesagt, aha, der geht von hier, das ist das Top der Bewegung, bis hier unten. Hier ist die Bewegung erstmal zu Ende. So, und jetzt gucken wir mal, ob er da irgendwie eine, ob er da wieder hingekommen ist, was er da gemacht hat. So, wir sehen, er ist hingekommen, hat versucht, an der 50%. Hat aber nichts hinbekommen. Für mich wäre es keine Umkehr gewesen, weil er ja diese Kerze, mit der er da angerückt gekommen ist, überhaupt nicht wieder unter Boden hat. Dann ist er hier zu 61,8% gelaufen. Auf der hat er rumgespielt, diese Kerze hat er auch nicht. Und jetzt ist er gelaufen, das ist schon mehr als 76,4, ist sogar ein bisschen mehr als 78. Jetzt kann man aber sagen, guck mal, da war ja der Point of Control, also wenn man es ein bisschen verbindet, kann man sagen, okay, ich erwarte wegen dieses Abverkaufs, erwarte ich eigentlich, dass da noch mehr kommt. Ja, das war ja dynamisch, da kommt mehr. Also suche ich mir jetzt raus, aha, wo habe ich denn jetzt Punkte, an denen ich dagegen halten kann? Und zwar in die Richtung, nach unten. Da könnte man also sagen, guck mal hier, zusammen mit dem Point of Control und hier hat sich so eine, da könnte man ja sagen, da könnte ich mir jetzt vorstellen, ich probiere es. Weil jetzt ist ja mein Stopp relativ klein. Mein Stopp sind jetzt so 30 Punkte oder so. Für diese Technik klein, um Himmels Gottes Willen. Ja. Und dann sagt man, das probiere ich mal. Und jetzt muss man gucken, ob der erst oben drüber geht oder erst unten drunter. Und das CRV ist ja gut. Wenn ich nur noch 20% riskieren will von einem Move und will mehr als 80% des Moves gewinnen, ist ja mal ein CRV 4 zu 1. Und wenn ihr das euch anguckt, dann seht ihr, dass er tatsächlich dieses Low hier unten drunter hingekriegt hat. Ja, hier. Ja, versteht ihr, wie ich meine? Also, man darf das nicht blenden machen. Man muss sich hinstellen und muss sagen, ich suche eine erste dynamische Bewegung. Nicht irgendwo, oh, das passt schon und kriege ich schon hin und passt. Nein, eine erste dynamische Bewegung. Diese erste dynamische Bewegung, die male ich mir in meinen Chart. Male ich mir meine Landkarte drüber, nehme ich meinen Fibonacci-Tool. Mit diesem Fibonacci-Tool gucke ich jetzt, wo sind im Bereich dieser Marken, die mich interessieren? Mindestens 50% muss er korrigieren, ansonsten ist es für mich nicht interessant, ist CRV scheiße. Mindestens 50% muss er korrigieren und danach gucke ich, wo sind da Supports oder Resists, also Unterstützung und Widerstände. Und wenn ich sehe, dass er die annimmt, dann gehe ich da rein und möchte jetzt mehr verdienen
als ich verlieren kann. Und jedes Mal, ich muss darauf bestehen, ich kann nicht sagen, oh geil, ich habe jetzt 20 Punkte, die nehme ich mal mit. Sondern nein, mein Kursziel ist wirklich, ich muss ein neues Extrem erreichen. Ja. Das ist Pflicht. Es muss mehr rauskommen als das, was ich einsetze, also als das, was ich riskiere. Es muss ein positives CRV haben. Und dann stelle ich mich hin und handle das. Und es kann sein, dass so ein Trade, der wird nicht in 5 Minuten aufgehen, ja? Sondern das dauert ein paar Stunden oder ein paar Tage. Wobei es jetzt blöde wäre, wenn 5 Minuten Chart, Trade, Tage dauert. Aber wenn man es im Tageschart macht, dauert es vielleicht auch Wochen. Aber dann kann man damit Geld verdienen. Hier, jetzt haben wir einen Tageschart. Ja, ist natürlich jetzt ist schwierig. Also der erste Move von unten wäre ja dieser hier gewesen. Wie viel hat er korrigiert? Dieser Mini-Move da. Na, guck mal. Der hätte zum Beispiel. Guck mal, was der korrigiert hat. Da sind 50%. Und hier hoch. Also, dass wir mal drüber geredet haben. Der geht von 11.800. 60 auf 12.177. Und zwar mit einem Monsterhammer, mit einer Bestätigung eines Hammers und mit zwei grünen Kerzen. Ist relativ dynamisch. Dann geht er ziemlich genau 50% zurück. Und danach erreicht er nun, da brauchen wir gar nicht anzuhalten, erreicht er nun viel, viel, viel mehr. Ja. Seht ihr, dass das sinnvoll sein kann? Wer sieht das? Ja, ich sehe es auch. Und wer es ganz ernsthaft betreibt, muss natürlich Folgendes auch sagen. Das sieht auch schon dynamisch aus. Das heißt, wer auf Schlusskursbasis wartet, um sich auszustoppen, der wird hier nicht ausgestoppt. Und der erreicht es natürlich auch hier locker. Mal gucken, wie viel er da oben erreicht hat. Das waren hier diese 423,5%. Ja. Ja, und bitte nur als Ergänzung, nicht morgen sagen, du, ich handle ab heute nur Fibonacci. Das ist sicherlich nicht zielführend. Ja, sicherlich nicht zielführend. So. Jetzt pass mal auf. Das war doch die erste dynamische Down-Bewegung, oder? Ja, da muss ich das andere nehmen. Wie viel hat er korrigiert hier? Komm, einer muss mir sagen, so klein sind die Zahlen nun auch nicht. Aha, 50%. Und sind wir zuerst ausgestopft worden oben oder haben wir zuerst ein neues Extrem nach unten geschossen? Neues Extrem nach unten. Also war es ein erfolgreicher Trade. Komisch, ne? Jetzt ist es nur so, dass praktisch hier
wissen ja, dass da so ein paar Spinner am Markt sind, die heißen Zentralbanken. Es gibt also hier diese Zone, die sich gebildet hat, diese Seitwärtsbewegung. Und die bietet ja Unterstützung her. Die wurde einmal erfolgreich getestet. Hammer, grün bestätigt. Ist eigentlich ein Umkehrsignal. Hammer, grün bestätigt. Ist eigentlich ein Umkehrsignal. Und so wie wir Hammer treten, wir hatten ja das Thema Hammer schon, glaube ich zumindest, wurde dieser Hammer nicht per Schlusskurs entwertet, sondern er wurde nur getestet. Das heißt, ein Signal positiv. Zweite Mal denselben Level getestet, Signal positiv. Nicht durchgezogen. Diesmal aber direkt mit Umkehrkerze, also wieder positiv, dasselbe Niveau bestätigt. Und jetzt läuft er. Ob wir das nennen, ob wir das nennen, Weihnachtsrallye oder das ist egal. Ja. Also ihr seht, mit diesen ganzen Zusammenspielen kann man sich schon eine super Landkarte zusammenbauen und damit Geld verdienen. Wir nehmen Market Profile, wir nehmen Fibonacci, wir gucken auf Bollinger Bände, wir gucken auf Candlesticks, wir gucken auf die, ja, wir gucken auf viele Dinge. Der Einstieg ist bei Hämmern, habe ich doch gesagt, der Test des Hammers. Also, Hammer. Test des Hammers, der Einstieg ist hier. Hier, Test des Hammers. Und ich sage immer, in den unteren 20% ungefähr von dem Hammer kann man es probieren. Wir haben doch schon über Hämmer geredet, oder nicht? Mach mich nicht schwach. Freunde, helft mir mal. Haben wir schon geredet darüber? Ja, genau. Siehst du, das ist wichtig. Das ist wichtig. Solche Dinge sind wichtig. Und wer sagt, oh, das habe ich nicht gewusst, ich bin erst dabei seit heute oder seit letzter Woche. Der geht auf den YouTube-Kanal von FX Pro und guckt sich die alten Videos an. Die sind ja nicht alt, sondern die sind ja ein paar Wochen alt, weil wir jeden Freitag eins produzieren. Und das ist ja dafür gemacht, dass Leute, die sich einen Überblick verschaffen wollen, dass die sich einen Überblick verschaffen wollen. Das ist ja, das richtet sich ja nicht an Monster-Profis, die schon seit 50 Jahren handeln und sowieso alles besser wissen als der Olli, sondern so Leute wie ich und Leute, die eben noch nicht so lange dabei sind. Das mit mir war jetzt ein Spaß. Ja. Nein! Alexander, nein! Das ist genau so eine Mythe im Trading, so wie alle Gaps werden geschlossen und was weiß ich. Nein. Nein. Das ist das Schlimmste, was man machen kann. Über dem Hammer kaufen und unter dem Hammer ausstoppen. Schau dir das mal an. Das führt oft zu ganz bösartigen Verlusten. Researche das mal. Ich sage ja immer, eigene Research, eigene Research, eigene Research. Researche das mal und dann wirst du auf mich zurückkommen und wirst sagen, du vielen Dank, Olli, weil das dir Tausende oder noch viel mehr Geld spart in deinem Leben. Jawohl, wir wollen immer einen Retest haben. Wir wollen immer einen Retest haben. Also. Versuche es mal zu malen. Machen wir mal so.
Jetzt muss ich mal gucken, ob man das lesen kann. Ob man den lesen kann. Ja, da malt er was. So. Entschuldige, ich habe so ein bisschen mit der Maus zu malen, das ist blöde. Also. Die Farbe ist erstmal egal, ob der rot oder grün ist. Normalerweise da wäre es nur, wenn der Markt von hier oben nach unten gelaufen ist und danach macht er am Schluss einen solchen Hammer und der wäre hier grün, ja, grün, dann wäre das natürlich eine Umkehrkerze. Eine Umkehrkerze darfst du sofort kaufen. Eine Umkehrkerze ist unten grün. Die muss nach einer deutlichen Abwärtsbewegung sein, nicht irgendwo in der Range. Ja. Oder wenn es vorher eine Aufwärtsbewegung war, dann sieht die Kerze so aus. Sie sollte nicht so viel, deswegen muss ich den verlängern hier. Das ist ein bisschen zu lang geworden. Ja, machen wir es einfach so. Und malen hier ein bisschen. Also, das ist jetzt rot. Wir behaupten, das ist rot. Ja, so. So sieht das aus. So sieht eine Umkehrkerze unten aus. Die ist grün. Ja, grün. Und die ist rot. So, die darfst du sofort kaufen oder verkaufen. Wenn diese Kerze hier aber unten rot ist, dann möchtest du hier eine grüne Kerze haben. Ja, die soll jetzt grün sein dann. Ja, wenn die rot ist, also ich will das jetzt nicht ausfüllen und die soll also dann grün sein, dann darfst du jetzt kaufen. Hier. Wenn aber diese keiner hat zum Beispiel, dann willst du den Retest, dann möchtest du in diesem Bereich kaufen. Und ich male es extra unten drunter, weil das ist das Coolste, was es gibt, wenn er hier vor allen Dingen, wenn er vorher hier oben drüber geguckt hat, ja, wenn er die Leute, die er hier reingeholt hat, hier unten rausholt. Ja. Die hier gekauft haben, werden hier normalerweise abgefischt, weil es überall so steht, weil das aus irgendwelchen Mythen immer wieder weiter verbreitet wird. Und wenn er hier kurz drunter guckt, in der nächsten Kerze, der kommt also hier an, Ticker, 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 Ticker. Und dann macht er hier runter, alle stoppen sich aus und geht dann wieder hoch. Dann geht es hier. Ja, das ist ideal. Das heißt, den Retest, hier kaufen wir. Genauso hier, wenn die grün ist, dann würden wir in diesem Bereich hier verkaufen wollen. Okay. Und ich bin ziemlich sicher, dass wir das am Anfang, wie gesagt, gemacht haben. Und dann schaut euch dieses Video nochmal an, weil das euch eine Menge Geld bringen wird auf die Dauer. So, wer hat Fragen noch? Tja, du malen kann ich nicht. Ich bin ein ganz netter Kerl, aber malen kann ich nicht. Olli, der Künstler, schreibt er. Und heißt selbst Oliver. Wollen wir mal gucken. Wollen wir mal gucken, welcher Oliver das ist. Ich kann es nämlich von hier aus nicht sehen. Wer kenne ich denn, Olli? Ja, den Olli kenne ich. Der schreibt deiner. Genau, das ist mein Olli. Geiler Typ, der Olli. Also nicht ich, der andere Olli. Ich habe mehr als einen geilen Olli bei mir. Wunderbare Menschen. Ich hab ganz großes Glück, dass ich wunderbare Menschen bei mir im Kurs habe, wirklich. Auch hier jetzt wieder auf dem Seminar. Ein paar sind schon hier. Wir gehen jetzt auch was essen.
weil uns eben diese menschliche Komponente sehr wichtig ist, sind ganz tolle Menschen hier. Dankeschön. Ja, sagte ich auch. Freunde, wer hat noch Fragen? Also lass mich noch mal zusammenfassen. Wir benutzen Fibonacci-Levels, um eine Idee zu haben, ob ein Markt in einem starken Trend ist oder nicht. Und wir benutzen sie, um relativ einfach für uns erklärbar zu machen, dass wir eine gute Chance auf eine Trendfortsetzung haben, weil wir eine dynamische Bewegung von einem Hoch oder von einem Tief erkennen in eine Korrektur in der Nähe von Fibonacci-Levels, 50% oder mehr, einsteigen möchten und dann auf ein neues Extrem fahren möchten. Wir brauchen, um positiv zu handeln, natürlich ein positives CRV. Jeder, bevor er das macht, bevor jeder morgen sagt, geil, ich kaufe alles 50% Korrektur und das passt schon, der Olli hat gesagt, researcht das bitte. Ja. Kauft euch das Buch von der Karin oder leiht es euch aus oder was weiß ich, macht irgendwas, besucht ein Webinar bei der Karin. Leute, die bei mir in der Ausbildung sind, kriegen das natürlich auch von mir, aber ansonsten, ich empfehle gerne andere Leute, wenn die was geil machen. Und das ist die Fibonacci-Königin bei uns. So, und dann könnt ihr diese Dinge in Verbindung mit anderen Sachen wie Support und Resist, wie Kerzeninformationen, wie Market Profile Levels, könnt ihr die prima handeln und könnt damit eine Strategie entwickeln, mit der ihr Geld verdienen könnt. Also da der Kollege nicht der Einzige ist, der das fragt, beantworte ich das gerne mal hier. Es ist so, dass ich persönlich keinen Einzelunterricht anbiete. Das kann ich nicht leisten, ich habe nicht so viel Zeit. Und das kann mir auch keiner bezahlen. Es ist so, dass ich, das kann man auf meiner Webseite nachlesen, mal eine Stunde mich mit einem hinsetze und das Geld, was ich da einnehme, das spende ich größtenteils an diese Tierschutzorganisation, die ich unterstütze. Das ist mir wichtig. Mir ist auch wichtig, dass ein Energieausgleich stattfindet, dass wenn ich etwas für jemanden tue, dass der auch was für mich tut. Das soll man auch nicht wägen oder zählen, sondern ich habe mich eben entschieden, dass das der Preis ist, für den ich sowas tue. Und wie gesagt, ich brauche sicherlich diese paar hundert Euro nicht, sondern die gebe ich dann weiter und dann freuen die sich. Gerade jetzt im Winter ist eigentlich auf Zypern und im gesamten Mittelmeerraum immer schlimm, was die mit Hunden machen. Mit Katzen auch, aber im Winter ist es eben besonders arg, wenn sie irgendwelche Welpen irgendwo auf dem Feld schmeißen und die dann verrecken lassen. Ja, und dann, man kann gar nicht so viel, man kann es wirklich, man kann nicht so viel helfen, wie man eigentlich helfen müsste.
Ich würde mich also freuen, dass wenn jemand sagt, hier FX Pro, das habt ihr geil gemacht, dass ihr den Olli dazu gebracht habt, hier umsonst Webinare zu halten, dass ihr euch hinstellt und entweder mal FX Pro die Chance gibt, dass ihr bei denen ein Konto aufmacht und bei denen handelt. Ja, das zu überprüfen, dass sie so gut sind, wie wir überprüft haben. Aber man weiß es ja nie. Manche Leute passen zu anderen Leuten eben nicht oder haben Pech mit irgendwelchen Ausführungen oder handeln mal ein komisches Instrument. Das weiß man ja nie. Also ich habe bisher nur positive Stimmen gehört. Daher mache ich hier Webinare, weil ich mache das eben nicht bei jedem Broker. Und stelle mich da so hin und sage ja auch, wie ihr wisst hier in dem Webinar immer, das ist der beste Broker der Welt. Ja, weil wer Leuten so viel Wissen frei vermittelt und das ist schon mal eine Top-Leistung und wenn ich bisher noch nichts Negatives gehört habe und ich habe einige Kunden, dann ist das ja auch eine super Sache. So. Und die andere Sache ist natürlich immer, und ich glaube, da ist natürlich auch FX Pro damit einverstanden, wenn jemand sagen will, danke, dann kann er natürlich auch mich ansprechen und ich leite ihn dann weiter an diese Tierschutzdame und da kann er dort, er kann das auch finden bei mir. Ich habe eine Charity-Seite auf meiner Webseite. Da kann er diese Aktion finden, die wir damals für die Dame gemacht haben. Und ich glaube, diese Seite über YouCaring ist das, die ist noch aktiv und kann da was spenden. Da freuen die sich blöde. Das ist genau richtig, lieber Michael. Michael, du bist ein guter Mensch. Er schreibt, Tiere sind genauso viel wert oder mehr als Menschen. Ich habe auch viele Tiere lieber, weil ein Tier würde nicht ein anderes, also nicht eines Tier der gleichen Rasse in der Regel umbringen, um ihm irgendwas abzunehmen. Also da würde ich mich sehr freuen. Freunde, es ist Weihnachten und vielleicht wollt ihr da Armen Schweinen was helfen, also Hunden und Katzen. Gibt auch ein, ich weiß aus eigener Erfahrung, brutal gutes Gefühl. Und jawohl, lieber Christoph, ein Tier baut keine Atombombe ein Bier. Ein Tier versucht auch nicht, das Territorium eines anderes Tier, einen anderen Tieres noch dazuzunehmen. Solche Sachen machen die nicht. So, freut mich total, Marco. Freut mich total. Freut mich total. Es ist ganz wichtig, Freunde, dass ihr, und damit möchte ich es dann beschließen, weil sonst wird mein Essen kalt und die essen alle ohne mich, ist mir total wichtig, jetzt am Ende des Jahres euch darauf hinzuweisen, dass ihr nicht bis zum 1. Januar warten müsst, um euch für 2018 Ziele zu setzen. Ihr könnt euer Leben jederzeit ändern, jederzeit in eine positive Richtung euch bewegen. Und jeder sollte den Dezember nutzen, da tradingmäßig der Dezember immer ein bisschen schlecht ist, weil viele Leute Urlaub machen. Ja. Dass es im Dezember dieser Weichenstellung mal unterzieht, sich überlegt, wie er 2018 besser gestalten kann, wie er seiner Familie mehr helfen kann, wie er ein besserer Mensch werden kann, wie er seinen Kindern mehr helfen kann, wie er seinen Tieren mehr helfen kann, wie er anderen Tieren mehr helfen kann, wie er sich mehr helfen kann und dann dort Entscheidungen trifft. Und wie gesagt,
Es geht mir nicht darum, dass ich jetzt sage, hier Leute, oh, kauft bei mir die Ausbildung und es wird so geil. Überhaupt nicht. Mir geht es darum, dass jeder von euch überlegt, im Monat Dezember, weil man ja da immer so der Weihnachtsbaum brennt und da fällt einem besonders auf, wenn da nicht so besonders Harmonie ist, dass jeder mal überlegt, wie er den Menschen um sich herum ein besseres 2018 machen kann. Überlegt euch, wie könnt ihr eurer Frau, eurem Mann, euren Kindern, vielleicht auch euren Eltern ein besseres 2018 angedeihen lassen. Vollkommen unabhängig von Trading. Denn ich weiß, alles, was ihr aussendet, alle positive Energie, die ihr aussendet, wird zu euch zurückkommen. In allem, was ihr tut. Ob ihr sportlicher werden wollt, ob ihr besser aussehen wollt, ob ihr, keine Ahnung, irgendwelche Studiengänge abschließen wollt, ob ihr neue berufliche Ziele habt, ob ihr Trader werden wollt, ob ihr besser traden wollt, ob ihr mehr wissen wollt oder wie auch immer. Macht einfach diese Erde einen besseren Platz. Ja. So, ihr seht die Seite eingeblendet. Liebe Dagmar ist nächste Woche im Urlaub. Das heißt, ihr könnt natürlich ihr jetzt E-Mails schreiben. Bitte, liebe Dagmar, schickt mir die Folien, aber es dauert ungefähr eine Woche, bis ihr euch die Folien zusenden. Habt Geduld mit der lieben Dagmar, die arbeitet wie ein Tier und rudert alleine für FX Pro auf der deutschen Seite. Und ohne die Dagmar wären wir hier nicht zusammengekommen. Die Dagmar hat mich gefunden. Weiß nicht wie. Finden mich ja andere auch. Also, die Dagmar hat mich gefunden, die Dagmar hat sich dafür eingesetzt und hat ihre Geschäftsleitung überzeugt, das zu tun. Und hat mich auch überredet, weil ich sage nicht zu jedem Ja. Und könnt ihr auch dazu vielleicht sagen: Danke, lieber Dagmar, also, wenn es euch gefällt. Ja, die Dagmar ist eine sehr nette junge Dame. Nächsten Freitag ist das letzte FX Pro Webinar für dieses Jahr. Ganz genau. Und danach haben wir Weihnachtspause und fangen dann wieder an. Irgendwie am, keine Ahnung, 9. Januar oder so. Lass ich mal gucken. Wir fangen wieder an am, ich glaube sogar der 12. Januar. So, hat mich sehr gefreut. Und ich wünsche euch allen ein wunderschönes Wochenende. Macht eure Familien und euch selbst glücklich. Denkt immer daran, ihr müsst euer eigenes Glas zuerst füllen, bevor ihr andere Gläser befüllen könnt. Und ich zähle auf euch. Also, bis nächsten Freitag. Tschüss.